Hi Freunde, gestern gab es das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Biden hatte einen katastrophalen Auftritt und selbst Donald Trump wusste nicht mal, was Biden dort überhaupt gesagt hat. Und den Zusammenschnitt habe ich für euch auch noch im Video mit drin. Biden hat das Duell ganz klar verloren und es werden sogar Stimmen aus seinem eigenen Lager laut, die seinen Rücktritt hier fordern. Und Frau Biden muss ihn sogar noch stützen, als er die Treppe runter möchte. Und feiert sogar ihren Mann noch. Das ist einfach unglaublich. Alles dazu nach dem Intro. Ja, Freunde, was für eine Katastrophe. Schlimmer geht es wirklich nicht mehr. Die deutsche Presse hat sich ja immer hinter Joe Biden gestellt und gesagt, er weiß, was er tut. Er ist noch Herr seiner Sinne und er wird natürlich die Präsidentschaftswahl in Amerika gewinnen. Und auch die letzten Tage wurde nochmal alles versucht, um Joe Biden zu unterstützen und dass er Donald Trump klar überlegen ist. Sehr viele haben sich gestern auf der ganzen Welt das TV-Duell zwischen den beiden älteren Männern angehört und haben klar und deutlich gesehen, dass einer noch voll auf der Höhe ist und topfit und der andere eben nicht. Schauen wir gleich mal uns den Höhepunkt hier an. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Trump sagt es hier klar und deutlich, er weiß nicht mal, was Biden gesagt hat. Und wer soll das auch wissen? Bei jemand, der nur rumstottert und sich verzettelt. Was für ein katastrophaler Auftritt, aber es kommt später noch einer dazu. Und so jemand soll die USA führen und die wichtigen Entscheidungen treffen? Ich persönlich glaube nicht daran. Ihr etwa? Was meint ihr dazu? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, lasst ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Nach so einem Auftritt sollte es jedem klar sein, dass es nicht so ist. Man stelle sich nur mal vor, er drückt aus Versehen auf den Knopf. Oder hat er den Koffer überhaupt gar nicht bei sich? Es gab da ja mal ein Interview von Obama und das sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Wer es noch nicht gesehen hat, das werde ich in meinem Telegram-Kanal noch reinstellen. Selbst der amerikanische Sender CNN, der es ausstrahlte, also sowas wie ARD und ZDF, hat veröffentlicht, dass das TV-Duell zu 67% an Donald Trump ging und Biden hat die übrigen 33%. Man sieht, dass Biden nicht mehr geistig auf der Höhe ist und das kann keiner mehr abstreiten nach diesem Auftritt hier. Und die Frage ist, wie soll dieser Mann noch die USA regieren und dafür sorgen, dass es Frieden gibt? Das geht doch überhaupt gar nicht. Jemand anderes zieht im Hintergrund die Fäden. Niemand würde das Biden noch anvertrauen, davon kann man wohl ausgehen. Da sieht man doch, dass es nicht stimmt, was die deutsche Presse schreibt. Man sieht es an diesem Beispiel hier ganz klar. Und da sollte jeder mal überlegen, ob er nicht mal auch selber im Internet nachschauen will auf anderen Seiten. Selbst in Amerika werden die Stimmen nun immer lauter, dass man Biden austauschen muss. Kamala Harris wird man bestimmt nicht nehmen. Also macht man es jetzt wirklich und setzt nun auf die Frau von Obama. Das würde doch passen, oder? Was meint ihr? Haut's einfach mal unten in die Kommentare rein, ob die das wirklich jetzt durchziehen. Und man hat doch alles probiert, man hat keine Zuschauer zugelassen, es durften keine Unterbrechungen geben. Deshalb hat man den anderen Kandidaten dann stumm gestellt, also eigentlich alles das, was Trump in die Karten spielen würde. Und Trump hat sich darauf eingelassen und er hat hier klar gewonnen. Bidens Stimme sagt doch alles aus. Heiser und schwach ist sie. Das hört man ganz klar, wenn man dort überhaupt mal zuhört. Und auch am Anfang hat Biden nur rumgestottert und der Moderator hat Biden erlöst mit den Worten, Danke, Mr. President. Schaut hier selber. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look,
if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden, President Trump. Trump war wie immer voller Energie und hat auf die positive Wirtschaft, die Steuersenkungen und eine sichere Grenze, die es unter ihm gab, hingewiesen. Biden sagte sogar, dass die Grenzschützer ihn bei der Wahl unterstützen werden. Die Gewerkschaft der Grenzbeamten schrieb auf X folgendes: Um es klar zu sagen, wir haben Biden nie unterstützt und wir werden das auch nie tun. Trump gab natürlich an, dass es unter ihm endlich wieder Frieden gäbe und unter Biden die ganze Welt einfach brennt. Und dieser Satz fiel von Trump auch noch: Ich wünschte, er wäre ein großartiger Präsident, denn dann wäre ich jetzt nicht hier. Dieser Satz haut natürlich voll rein. Schaut mal hier, wie Jill Biden ihren Mann noch stützen muss, als er die Treppe runtergehen will, und wie sie ihn auch noch feiert. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do? Hier seht ihr noch den Artikel von der Bild-Zeitung, wo ich auch das Bild her habe. Und sie schreibt, was Jill sagte: Joe, du hast so einen großartigen Job gemacht. Dann aber ein peinlicher Moment. Sie lobte ihn wie einen mittelmäßigen Schuljungen, der nach einer Prüfung aufgebaut werden muss. Du hast alle Fragen beantwortet. Du wusstest alle Fakten. Oder schlimmer, wie einen Patienten, der Fortschritte macht. Aber es geht auch noch weiter, man versucht ihn hier richtig noch in den Himmel zu heben. Tatsächlich war Biden in der Sache viel besser als Trump, bestätigte auch USA-Experte Professor Thomas Jäger von der Uni Köln. Das Problem ist nur, das hat niemand interessiert. Die wichtigste Frage lautete: Tritt er kraftvoll auf? Und da lautete die Antwort klar nein. Am Ende rief Jill in die Menge und was hat Trump getan? Gelogen, schallte es zurück. Biden huschte dabei nur ein Lächeln übers Gesicht, er wirkte etwas abwesend. Klar ist, die Debatte um den Zustand von Geist und Gesundheit von Joe Biden wird diese Szene nicht verstummen lassen. Was? Er wirkte etwas abwesend nur? Und die Debatte um den Zustand von Geist und Gesundheit wird es nicht verstummen lassen? Na klar wird es nicht verstummen lassen, weil hier hat man es klipp und klar gesehen. Besonders brisant vor diesem Duell forderte Donald Trump einen Drogentest von Joe Biden und sagte, er macht dann auch selber einen. Das Wahlkampfteam von Biden hat das abgelehnt. Warum eigentlich, wenn man nichts zu verbergen hat? Die Republikaner sind der Meinung, Biden nimmt leistungssteigende Substanzen zu sich, im TV-Duell scheinbar nicht. Auch der republikanische Abgeordnete und ehemalige Leibarzt von Trump und Obama, Jackson, sagte auch, er geht davon aus, dass Biden leistungssteigende Mittel bekommt, um noch Auftritte machen zu können. Wahnsinn, was dort abgeht. Mal sehen, was jetzt alles hier noch passiert. Und ob sie jetzt wirklich Biden austauschen. Ich bin gespannt darauf. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache hier seht. Folgt mir noch auf Getter, Telegram und X. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.